Hallo zusammen, Skatinsel Rocket und ich bin wieder motiviert. Ich weiß auch nicht, ich hätte ja sagen können, dreimal habe ich, glaube ich, richtig auf den Sack bekommen. Also das waren teilweise wirklich heftige Listen, 0 zu 4 und was nicht alles, immer verloren. Ich war wirklich ein bisschen down. Aber ihr habt mich auch wieder aufgebaut. Ihr habt es entsprechend kommentiert, dass ihr genau das auch mögt, dass ich auch die schlechten Listen zeige, auch das, was beim Skat eben mal nicht funktioniert. Und deswegen sage ich danke für dieses Vertrauen. Dann machen wir wieder weiter, dann spielen wir wieder mit voller Lust und es kann ja auch mal wieder eine Liste funktionieren. Schauen wir also, was heute abgeht. Grang in Hinterhand, 18 von Mittelhand. Vielleicht hat er zwei Jungs, das spiele ich mal unter meinem Ass zu viert und schau mal, ob dieser Grang den Namen verdient. Na, erstmal steht er in der bestellten Pik 10, sehr wahrscheinlich bestellt. Blanke 10 beim Grang wäre sehr ungewöhnlich. Trotzdem ist das natürlich ein erster Treffer für den Alleinspieler, der eingespielt wird, 14 Augen mitnimmt, jetzt über die Dörfer geht, auch das erfolgreich. So, und das scheint ja hier so der letzte Versuch zu sein. Andererseits, ich werde mal den beschweren für meinen Partner. Denn wenn ich das nicht tue und der Stich noch laufen gelassen wird, dann kann mich der Spieler danach in Pik einspielen und macht so oder so auch noch seinen Stich. So, jetzt haben wir wahrscheinlich Rest, denke ich mal. So ist es auch, aber ich denke mal, fürchte mal, das wird für uns nicht gelangt haben. Genau, Sieg für den Alleinspieler, nicht glücklich geöffnet das Spiel. Ja, abhaken, nicht zu ändern. Hier sehe ich vier Buben. Das ist doch genau das Material, mit dem ich gerne arbeite. Gegenwehr, kann natürlich sein, dass ich gar nicht rankomme. Denn mir fehlen die vier Asse. Wenn da jemand vier Asse und vielleicht noch ein, zwei Zehner hat und das Ding durchzieht, komme ich nicht ran. Erstmal glaube ich aber, dass der Spieler vielleicht nur Louvert möchte und das schockt mich natürlich nicht. Und irgendwann ist dann auch Schluss. Bei 40 oder 44 kriegt er nasse Füße. So, Findung, mal wieder Makel. Haben wir schon besser gesehen. Immerhin 7 Trumpf in Pik, das ist ja schon mal gut. So, Karo 10 oben oder unten. Bei 40. Bei 40, ich glaube, ich werde mal alles wegdrücken an Augen, was ich habe. Und nur mit drei Luschen im Blatt spielen. Alles andere kann schnell gefährlich werden. Weder der bestellte Herzkönig hast du, den hast du gerne drin, noch die bestellte Karo 10. Wenn dann Karo Ass rauskommt, danach Karo Bild gestochen wird mit Trumpf Ass, zack, stehen sie schnell auf 39. Und du hast noch eine Lusche im Blatt. Also das machen wir lieber nicht. So ist es natürlich auch potenziell zu verlieren. Unverlierbar wird dieses Spiel nie. Hier ist jetzt vielleicht die stärkste Drohung noch, dass hinter mir ein Überstich steht. Also vier Trümpfe bei Spieler 3. Denn auf die drei Luschen können sie erstmal sehr wahrscheinlich nicht die sechs Vollen bekommen, da eine 10 gedrückt ist. Also der vierte Stich durch einen Überstich ist hier die größte Gefahr und die ist doch relativ gering. So, erstmal muss aber Spieler 3 überhaupt aufwachen. Was ist denn da los? Ist der noch einen Kaffee trinken gegangen? Wer weiß es schon, da geht's los. Da herrlich, du. Jetzt ist Spieler 1 auch auf dem Balkon noch eine schmücken. Bei dem Wetter gratuliere ich ihm zu. Was ist denn hier? Komm ran. Ja, meine Freunde. Oh, was haben wir hier? Spieler 1 den Tisch verlassen, jetzt ist er wieder da. Das habe ich schon befürchtet, dass hier sowas passiert. So, 15 Augen, alles klar. Der wird doch wohl nicht blank gewesen sein. 28, Herz Ass, nein. Jetzt kommen wir. Der wird auch nicht auf Überstich stehen. Dann machen wir es lieber so, damit ist das Spiel gewonnen. Den Stich in Karo werden sie natürlich noch machen. Das ist ja auch klar, den werde ich nicht verstecken können. Also raus damit. Und bitte alles abgeben, was noch über ist. Ja, 18. 18 unter Freunden. Naja. Bin ich nicht unglücklich, dass ich hier auf Widerstand stoße? Eine weitere Reizung, auch das gefällt mir gut.
Und dann nehmen wir mal diesen Herz unter die Lupe. So, Klettern mit der 10 steht so im Lehrbuch, wo du nur zwei Stück hast, oder wir hier nur zwei haben und mein Partner wahrscheinlich unter dem Ass aufschlägt. Aber ich habe nur zwei Trumpf, ich habe auch nur zwei volle außer dem Trumpf Ass. Also ich denke, es reicht trotz alledem hier mal die Dame und das, na, dass er die Lusche bedient. Vielleicht ist das Ass nämlich doch beim Alleinspieler. Oh, drei Augen gedrückt, ganz offensichtlich. Drei Augen gedrückt, und da frage ich mich natürlich schon, warum hat Spieler 1 denn nicht blank aufgeschlagen auf den langen Weg? Gut, ich denke mal, das Trumpf Ass gebe ich jetzt ab. Dafür komme ich gleich ran und kann mit Kreuz fortsetzen. Das war aber wohl doch gar nicht so ein gutes Spiel. Das war nicht so ein gutes Spiel. Dann wird er Pik Ass auch nicht haben, wenn er nur 5 Trumpf hat. Doch, er hat Pik Ass. Na, die Karte habe ich ja jetzt komplett falsch eingeschätzt. Mein Partner hat aus dem Pik König zu dritt aufgeschlagen, aber nur die Lusche. Und jetzt hat er natürlich noch beide Trumpfstiche, aber trotz alledem jetzt Schneider, 90 Augen. Gut, dann hätte ich jetzt besser doch Kreuz fortgesetzt. Das konnte ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass der Spieler jetzt den Doppelläufer zieht und dann nicht das Pik Ass noch abzieht. So, jetzt bin ich dran mit. Das wird doch sicher wieder ein interessantes Spiel, weil wir vor allen Dingen eine Gegenreizung haben. Jetzt sehr gut gefunden an sich mit dem Kreuz Buben. Es sei denn, man betrachtet ihn hier als Billigmacher. Aber der ist erstmal natürlich eine Verstärkung. Jetzt ist natürlich nur die Frage, machen wir da den Grang? Normalerweise ja, aber gerade diese 18er Gegenreizung. Da können natürlich schnell mal drei Buben stehen oder auch zwei Buben und fünf Karo, sowas in der Art. Ich glaube, dann bleiben wir solide und spielen hier den Kreuz. In aller Regel ist der Unterschied ja nur 12 bis 24 Punkte. Ich will es mal diesmal ein wenig risikoärmer angehen, das Spiel. Noch sitzt alles glatt. Einen kleinen Abstich könnten wir uns zur Not auch leisten. So, und jetzt. Oh, Trumpf steht schon mal ganz artig. Dann gibt es ja jetzt auch höchstens noch diesen einen Pikstich. Den wird es wohl auch geben. Spieler 1 wirft schon die Vollen ab, um die Pik-Dame zu retten. Sehr ehrenhaft, finde ich gut. Das darf er auch machen, denn mit dem Stich kommen sie natürlich nicht aus dem Schneider. Also, da war gar nichts los, da wird der Grang wohl auch gegangen, aber im Nachhinein noch diesen Entscheidungen nachzutrauern, das ist gar nicht richtig. Die Entscheidung triffst du dann und dann musst du auch dazu stehen. So, ein halber Herz, ein halber Karo und ein Drittel Null haben wir hier. Wenn du von jedem Spiel nur so ein bisschen hast, meistens wird kein ganzes Spiel draus, trotzdem mit 18 werde ich es versuchen. Nein, da komme ich nicht ran und dann soll es das auch gewesen sein. 4 Trumpf gegen diesen Karo, dazu noch das Herz Ass und die bestellte Kreuz 10 und Pik Ass bei meinem Partner. Also, es ist ganz offensichtlich nur ein 6-Trümpfer. Die Schmierung kommt mir jetzt eigentlich einen Tick zu früh, denn gegebenenfalls kommt mein Trumpf Ass hier am Ende des Spiels in Gefahr. Deswegen wäre es jetzt gut, wenn ich nicht gerade die Stechfarbe treffe. Ja, aber mein Herz Ass, ich glaube, das muss trotz alledem auf den Tisch. Und das sehe ich natürlich gerne. Damit würde ich sagen, ist das Spiel so gut wie beerdigt. Dann kann ik jetzt auch mal hier die blanke Pik-Lusche rausspielen. 36 haben wir liegen. Alleinspieler sticht und geht mit Herz raus. Gut, er hat zwei Herz dabei. Dann hat er auch zwei Kreuz dabei. Das ist hiermit amtlich. Ist aber für mich kein Problem. Ich kann jetzt hier einfach mit ruhig die Kreuz 10 auch blank werfen, beziehungsweise, denn wenn ich das nicht tue, dann kann der Alleinspieler jetzt auch stechen und Kreuz oben unten spielen und sich meinen Trumpf Ass angeln. Dann werfe ich jetzt hier lieber ab. Logischerweise ist meine Kreuz 10 jetzt Matsch. Dafür kriege ich jetzt aber das Karo Ass wieder heim. Allerdings, da fehlt jetzt natürlich die Dame und das bedeutet, ich glaube, jetzt haben wir doch trotz alledem nur sowas wie 57 oder so bekommen. Ja, 58. Wüsste ich jetzt aber auch nicht, wie ich es ändern soll. Da war der Kreuz, der Pik König keine gute Karte von Spieler 3. Die hat mich in die Bredouille gebracht. Damit war es nicht mehr zu lösen. Er soll einfach direkt den Spieler in Kreuz einspielen, meine 10 ruhig aufgeben.
Das wäre nicht so schlimm gewesen. Dann mache ich am Ende das Trumpf Ass mit der Pik 10 und wir gewinnen. So, jetzt habe ich es für 18 bekommen und hui, das war ja mal eine Findung wie aus dem Märchen von Tausend und einer Nacht. So. Mittelhand. Ja, wenn Karo zu dritt steht, wird der Grang ein bisschen brenzlig, aber ich will ihn trotzdem spielen. Ich will den Grang spielen. Behalte jetzt noch als kleine Stehkartenverstärkung hier Herz im Blatt, damit ich da auch einen Stich mache. Und das ist natürlich kein günstiger Aufschlag für mich. Ich steche jetzt hier auch nur mit Karo Buben, weil ich gar nicht vorhabe, jetzt direkt den Buben zu ziehen, sondern mal sofort erstmal die Fehlkarte klären möchte. Und es steht schlimm. Es steht schlimm. Klein ge gestochen. Jetzt steht Karo dagegen. Dafür ist jetzt hier schon einiges an Kreuz raus. Das heißt, ich kann jetzt mal hier einmal Trumpf ziehen und jetzt Karo oben unten. Wenn ich dann natürlich direkt ins Pik Ass eingespielt werde, geht mir womöglich der Herzstich flöten. Also schön wäre ja, wenn jetzt Herz auf den Tisch kommt. Das passiert auch. Und damit ist jetzt hier wieder alles in bester Ordnung. Ja, dann kommt noch ein Kreuzzwischenzug. Okay, den Karo-Stich muss ich doch abgeben. Aber die Herz 10 zeigt, was sie kann. Das Pik Ass geht auch nach Hause. Sieg mit 61. Also es war schon knapp das Ding. Ich habe es ja gesagt, wenn Karo zu viert steht, wird es brenzlig. Hat aber gerade noch gereicht. So, und jetzt natürlich wieder 6 volle in Vorhand. Schon das zweite Mal. Herrliche Karte. Ein Blatt, was das Skatspielerherz höher schlagen lässt, aber vor allen Dingen natürlich auch, weil es noch nicht ganz komplett ist, weil das noch eine Wundertüte ist. Und diesmal finde ich Mist bei einer 22er Reizung. Jetzt ist natürlich hier ein bisschen Land unter. Der fünfte Trumpf in Kreuz oder Pik hätte mir sehr gut getan. Jetzt wird es ein heißer Ritt. Was machen wir denn daraus? Gut, eine gleichmäßige Verteilung brauche ich ohnehin. Die Frage ist nur, mache ich jetzt so ein Viertrumpfspiel mit 10, mit einem Vollen im Keller oder mache ich tatsächlich hier den Karo? Oder sogar den Grang, aber ich glaube dann doch eher den Karo, denn da kann ich einmal Trumpf rausspielen. Außerdem ist das ja noch ein etwas spektakuläreres Spiel. Ja, ich glaube, der braucht sowieso alle. Der braucht seine 4 Stiche, der Karo. Karo ohne 10. Wenn es ordentlich sitzt, geht der problemlos, aber wenn ein Voller geknackt wird, ist schon Feierabend. Aber gerade noch eine 22er Reizung ist ja unangenehm. Ich kann jetzt auch 0 abschreiben, aber dazu, nee, das gefällt mir nicht. Wir haben eine kleine Chance. Ich mache es jetzt so. 20 runter, Karo, einmal Trumpf raus. Schönes Ding ohne 10. Wenn es funktioniert, dann ist alles gut mit den 4 Stichen. Wenn nicht, braucht man sich dann auch nicht unbedingt wundern. Dann habe ich hier wieder das teurere Spiel gewählt, nicht den Kreuz oder den Pik. Die wären ja teuer genug. Aber die 22er Reizung rät mir eigentlich vom Pik ab und dann ist der Kreuz halt auch nicht so schön, wenn man schon davon ausgeht, dass die Farben schlecht sitzen. Deswegen habe ich mir hier gesagt, dann nimm ruhig das teurere Spiel. Wenn du es verlierst, dann kommt es auf die paar Punkte auch nicht an. Ist ja quasi so ein Schlüsselspiel, alles oder nichts. Das Ding darf jetzt sowieso nicht kaputt gehen. So, 31. Und jetzt nicht mehr. Gut, Trumpf kann ich sowieso nicht mehr spielen, weil ich keinen mehr habe. Jetzt muss ich gucken, ob es klappt. Und es klappt nicht. 42 in Herz bekomme ich auch. Weder in Herz noch in Pik habe ich ein Bild bekommen. Damit wird es wohl nicht funktionieren, es sei denn, es wird jetzt noch irgendwo auf Herzstich Kreuz abgeworfen und ich bekomme dann da beide Bilder, aber Pik, wunderbar, auf 49, Pik oder Kreuz, eine Chance hatte ich ja noch und jetzt muss nur noch das Kreuz Ass laufen mit den Bildern, dann hat es doch wieder geklappt. Törö, 63, danke fürs Mitspielen, selbst den Abstich der Herz 10 habe ich hier verkraften können, denn Spieler 3 hat eben lieber die blanke Pik Dame abgeworfen. Ja, schönes Ding, 99 plus 462. Sieht doch so aus, als ob diese Woche wieder ein ganz anderer Zug drin ist. Also Geduld,
Geduld, auch mal die schlechten Dinger wegspielen. Und jetzt habe ich hier einen Rang mit 2 gleich hinterher. Jetzt wird es hier meine Liste herrlich. Der fünfte Kreuz noch dazu. Wenn nicht gerade Herz auf den Tisch kommt, so gut wie sicher Schneider das Spiel. So, Schneider wird's schon mal. Höchstens den Karo-Stich kann ich jetzt ja auch mal von oben runterziehen. Gucken, ob sie am Ende richtig festhalten. Karo wird schon abgeworfen. Bleiben wir dabei. Kreuz und quer mal durchziehen. Aber jetzt wird Spieler 1 das natürlich auch gesehen haben, dass sein Partner den blanken Karo hat. Deswegen wird er Karo halten. Hier wirft er jetzt schon die anderen Vollen ab. Einverstanden. Gut, ich bleibe jetzt trotzdem bei meiner Strategie. Letzter Stich geht dann an Spieler 1. So, 600 Punkte und das schon bei Spiel 8. Das kann ja jetzt mal ein richtiger Durchmarsch hier werden, aber nein. Dann mache ich trotzdem mal eine kleine Pause. Das war richtig schön. Gerade dem Tod so von der Schippe gehüpft. Das sind die Spiele, die an sich im Nachhinein zumindest am meisten Laune machen. Null-Ouvert-Reizung von Spieler 3. Naja, dann wird wohl jetzt ein ziemlich guter Grang dabei rauskommen. So die Kehrseite von einer Live-Aufnahme, dann hat man auch die Pausen drin und das Überlegen und wenn mal einer kurz die Verbindung verliert. Wahrscheinlich, es gibt ja genug abergläubische Spieler, die dann nach einer schlechten Phase, was immer sie als solche empfinden, auch mal den Tisch freiwillig verlassen, nach dem Motto, danach wird die Engine anders mischen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber der Aberglaube im Skat, er ist sehr, sehr weit verbreitet. So, irgendwann wird mein Partner stechen. Okay, und das sieht so aus. Oh, das ist ja wirklich interessant. Wo ist denn jetzt der Kreuzbube? Hat mein Partner den etwa auch noch? Das wäre doch ausgesprochen ungewöhnlich. Die 0 Augen will ich hier aber auch nicht stechen. Mein Partner hat Pik Dame abgeworfen, wahrscheinlich blank. So, jetzt schnappe ich aber mal zu. Ah, das war tatsächlich kein Anschiss, sondern mein Partner hat die 10, aber okay. Mein Partner hat Kreuz Bube, habe ich doch gesagt, sonst hätte er doch wohl einen Buben gezogen und dann gibt es jetzt sowieso nichts mehr. Von daher konnte ich mir das auch leisten, da mal reinzustechen. Ja, das war ja ein ungewöhnlicher Grang, ein Notgrang. Also die Null-Ouvert wollte er sich wohl nicht anschauen, aber so kann man den da an sich nicht vortragen. Da muss ja wenigstens die Kreuz 10 dann gedrückt werden oder der Bube ausgespielt werden. Das war ja jetzt quasi von Anfang an Aufgabe. Also der Vortrag hat mich nicht so überzeugt, war für uns ja sehr leicht zu spielen. Dann schaue ich mal, hier ist ja wieder ein schöner Ansatz, aber Widerstand. Oh, und bei 33 wird es jetzt natürlich warm hier. Herz ohne Zweien, den kann ich, sage ich mal, leicht abfangen mit Kreuz oder Pikspiel. Aber bei 33 werde ich wahrscheinlich nicht rankommen. Oder ich will dann auch nicht mehr rankommen, denn dann kann es sich für mich sehr wahrscheinlich auch nicht günstig entwickeln. Also gehen wir mal raus. Dann kommt wohl der Herzhand. Na ja, das war natürlich zu befürchten, denn gegen diesen Herzhand habe ich natürlich nicht so viele Pfeile im Köcher. Gucken wir, ob er in Pik eine Schwäche hat. Wenn der Spieler sogar Pik zu dritt hat, dann kann mein Partner den zweiten Pik vielleicht stechen. Oder wenn ein Pik drin liegt, kann mein Partner vielleicht den zweiten Pik stechen. Vielleicht hat der Spieler auch nur einen in der Hand. Also Pik Ass, denke ich, hier erstmal eine gute Aufschlagkarte. Ja, mein Partner hat zumindest schon mal die Eier in der Hose, da voll durchzuladen. Spieler 1
geht, macht mal wieder kurz den Refresh, will wieder bessere Karten, aber im Spiel ändern die sich sowieso nicht. So, Pik König offenbar gedrückt, jetzt schon Abwurf Karo König. Gut, dann gebe ich hier trotzdem meinem Partner mal die Chance zu stechen, Trumpf sich auch zu kürzen, damit er jetzt hier bei mir gleich wimmeln kann. So, dann kann ich jetzt auch direkt durchziehen, denn wenn der Spieler in Kreuz jetzt noch was abzugeben hat, dann soll er selber antreten, beziehungsweise dann habe ich hier mit Karo 10 noch ein schönes Angebot und jetzt muss der Spieler selber kommen. Aber er hat in Kreuz Ass und 10, doch es hat gereicht. Ich habe tatsächlich, wenn ich hier so kommentiere, dann zähle ich nicht immer ganz präzise mit. Das geht nicht parallel, ist aber auch egal. Auf Optimum gespielt, 60 erreicht, also die nächste Packung für Spieler 1. Der hat nochmal was versucht. Taktisch kann man das natürlich auch hinterfragen, denn er hätte in diesem Turnier auf keinen Fall mehr was werden können. So. 3 Asse, Kreuz, Bube. 18 werden gehalten. 600 liegen. Ich bin an sich noch in Spiellaune. Ich werde mal auf 0 zumindest über den einfachen Pik rübergehen. Ja, eigentlich muss ich wohl froh sein. Dann gehe ich mal raus hier. Ich gehe mal raus. Will meinen schönen Zwischenstand jetzt, naja, nicht mit aller Gewalt ruinieren, sagen wir mal. Dass ich hier noch bis 0 gereizt habe, war wahrscheinlich schon zu viel, an sich zu viel Risiko. Aber auch Spieler 3 möchte noch mitmachen. Und deswegen passiert mir hier nichts. So, mein Lieber, was ist? Ran mit dem Pik Buben, sage ich mal. Ich ziehe hier schon mal den Herzkönig vor. Nee, 23 und er geht nicht rauf. Warum geht er nicht rauf? Und dann eine Lusche. Auch schon mal möglich, dass das ein Spiel ist, was Schneider gespielt werden muss. Trotzdem denke ich mal, dass ich hier besser mitnehme. Die Chance ist natürlich viel größer, dass mein Partner trotz alledem Pik Buben hat. Aber wenn es diese Schneider-Variante ist, dafür spiele ich dann jetzt mal eine Blanke aus, denn dann kann ich gegebenenfalls hier meinen Trumpf Ass verhacken, um rauszukommen. So, mit der 10 mitgenommen und die Dame nachgespielt. Gut, dann muss jetzt wohl der König fallen, würde ich sagen. Also von daher werde ich mal so reinstechen. Wo ist denn jetzt Pik König? Das ist ja nicht zu glauben. Pik König und Ass beim Alleinspieler. Und es ist die Schneider-Variante. Ah, dann haben wir es jetzt wieder geschafft. Gut, Herz Ass war ansonsten auch weg. Also so gesehen dann schon das Maximum rausgeholt. Da, ja, was machen wir? Spiel noch einen Zug erst schenken. Hat er es tatsächlich geschafft mit 92. Also in dem Fall wäre es tatsächlich nur gegangen, wenn ich das so stark schnüffel, dass ich den ersten Stich dann laufen lasse. Ja, kann man schon machen. Sieht dann halt richtig dusselig aus, wenn im nächsten mein Partner mit dem Buben raufgeht und wir den Trumpfstich haben liegen lassen. Ja, ist jetzt doch ein bisschen ärgerlich, wo ich schon drüber gesprochen habe. Aber dann ging es nach dem ersten Stich schon nicht mehr zu lösen. So, jetzt habe ich aber noch mal ein besseres Spiel, deutlich besser, aber auch die Karte von Hinterhand scheint deutlich besser. Der springt direkt auf 30. Na komm, wer auf 30 springt, der springt vielleicht auch gleich noch auf 40. Tatsächlich. Tatsächlich. Aber diese Sprungreizung, ist denn das jetzt nur ein Nulluvert? Ist das nur ein Nulluvert? Was hat Spieler 3 denn da liegen? 308, der will natürlich auch noch ein Spiel machen. Ich sag mal so, wenn er seinen Grang hat, dann geht er auch über 46. Wenn er Nulluvert nur hat, dann möchte ich das Ding spielen. Wenn er jetzt Karo mit 3 Hand hat, dann habe ich ihm im Zweifel Pech gehabt. Nee, er sagt die 48. Na gut, dann bitte das Spiel zu machen. Große Karten hatte ich hier. Jetzt bin ich dreimal nicht rangekommen. Okay, kann ich mit leben. 600 sind ja ein schönes Ergebnis. Dass dieser Grang jetzt gut ist, kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen. So, Karo habe ich natürlich nicht nachzubringen. Kann sein, dass mein Partner blank ausgespielt hat, aber so oder so. So oder so. Ich möchte meinem Partner mal die Gelegenheit geben, abzuwerfen. Ja, super. Pik Ass gewimmelt beim Alleinspieler. Meister, du hast nicht aufgepasst. Also, das sind ja manchmal Geschichten, die hier passieren. So, können wir denn jetzt noch gewinnen? Pik Lusche spielt er. Jetzt kann ich wohl auch hier meine Vollen mal anbieten. So, können wir vielleicht trotzdem noch gewinnen.
Nee, können wir nicht. Karo war natürlich ein Volltreffer und Pik Ass war natürlich genauso ein Treffer. Gut, interessant wäre nur, hätte er den Herz König blank abschmeißen können. Ja, Herz König blank abschmeißen wäre eine Idee gewesen. Dann auf den Herz sticht die Kreuz 10 und in Pik die 28. Lass mich es mich kurz rechnen. 11, 3, 11, 32, 60. Hätten 60 werden können, wenn ich das hier so richtig sehe, wenn der Spieler den Herz König abtrifft statt das Pik Ass. Also, Spieler 3 auch nochmal Glück gehabt, aber für mich natürlich ein exzellentes Ergebnis. 688. Ich bin ein Stück weit erleichtert, dass ich hier nicht das vierte Mal hintereinander mir eine Packung eingefangen habe, sondern dass alle Ideen jetzt funktioniert haben, weitestgehend zumindest im Gegenspiel. Na gut, paar kleine Abzüge in der B-Note. Aber im Großen und Ganzen mache ich jetzt hier einen sehr zufriedenen Feierabend. Das wünsche ich euch auch. Bleibt dabei und wie immer, gut Blatt.